Der Drachen, um den es heute geht, ist die Symphony Pro 2.2 und die ist für Binnenland hier ganz gut geeignet, weil die auch bei wenig Wind relativ gut fliegt, aber auch bei starkem Wind gut zu steuern ist. Heute Morgen geht es schon ziemlich früh los, wir haben kurz nach 7. Und ich mache das deswegen, weil auf dieser speziellen Wiese hier in Düsseldorf nur bei gescheitem Südostwind das Drachenfliegen einigermaßen möglich ist. Da wird es heute okay. Und heute zeige ich euch mal, wie man die Haku Symphony Pro 2.2 als Vierliner fliegt. Wir fangen an mit dem Aufbau. Das Besondere an dem Aufbau ist, dass wir heute mit einer 180er und einer 130er Leine fliegen. Die sind beide 35 Meter. Die Handles sind original von Haku. Und das Besondere am Aufbau ist, dass wir keine Stakes oder sonstige Hilfsmittel für den Drachenflug verwenden werden. Jetzt werde ich die Leinen einfach bis zum Wiesenende abwickeln. So, das gleiche mache ich auch mit der 130er Leine. Achte aber darauf, dass auch hier beim Abwickeln die Leinen nicht verdreht sind. Und dazu führe ich beim Abwickeln immer einen Finger zwischen die Leinen. Dann lasse ich da so durchlaufen. So. Den bin ich auch wieder hier vorne an. Das sind die Bremsleinen. Ups. Und wieder jetzt diesmal parallel legen, so dass die Stange parallel zum Drachen später zeigt. Und die andere Leine andere Schnur. So, auch hier parallel legen und auslegen. Das Auslegen zeige ich euch jetzt nicht. Die wird halt nach innen verlegt, die Bahn. Weil das ein bisschen langweilig ist zum Gucken, werdet ihr gleich das fertige Ergebnis hinten sehen. So, jetzt sehen wir, dass die Schnüre ausgelegt sind und parallel verlaufen und die Bremsleinen lege ich natürlich innen rein. Straffe die Schnüre noch vorsichtig, sodass die Handles hinten nicht verrutschen und lege die einfach vor mir ab. Bei viel Wind solltet ihr die jeweils zugehörigen Leinen, also die Brems- und die Steuerleinen oder zumindest die Bremsleinen verknoten und mit den Steuerleinen beim Antampen anfangen. Also die Steuerleinen lasst ihr dann offen und die Bremsleinen verknoten. Da wisst ihr immer, welche Leinen wo zugehören und da verwickelt sich dann auch nachher nichts. Am besten nicht so eng zusammenlegen wie hier, sondern immer etwas weiter auseinander. Man kann sich da auch nichts verdrehen. Dann fangen wir mal an. Ich packe es einfach mal aus.
achten jetzt darauf, dass die Schrift lesbar ist vor uns. Und die Schnüre habe ich vorher mit vertäut und muss die natürlich entsprechend lösen, bevor ich damit anfange zu fliegen. Deswegen ziehe ich den hier auf. Die sollte relativ schnell ein wickelfreies System bekommen. Jetzt erstmal ein bisschen Wind reinblasen ins Segel. Und dann sieht man sofort, ob die Schnüre verwickelfrei gespannt sind. Das sind sie in dem Fall. Die habe ich hier oben noch mal zusätzlich gesichert an der Bremsleine, die ich jetzt öffne. Und werde jetzt zuerst die rechte Steuerleine anbringen. Steuerleine. Ups, das war leider die Bremsleine, die ich mir hier geschnappt habe. Zum Aufpoppen. Dann fangen wir einfach mit der Bremsleine an. Hier sind drei Knoten, die jeweils für unterschiedliche Windstärken gedacht sind. Ich tamp den jetzt einfach mal an den unteren Knoten an, weil der Wind relativ lasch ist. Sollte der Wind stärker sein, würde ich die Knotenleiter nach oben fahren. So, jetzt ist die rechte Steuerleine auch dran. Und das gleiche machen wir dann hier vorsichtig auch mit dieser Leine. Erstmal schauen, dass wir die Hauptader hier rausgezogen kriegen. Ziehen diesen schicken Knoten auf. Öffnen die Bremsleine. Und schauen, dass wir hier nichts verheddern oder verknoten. Tampen erst die Bremsleine an oder die Steuerleine, wie ihr Lust habt. Hier natürlich darauf achten, dass sie hier auch den gleichen Knoten erwischt. In dem Fall der unterste, vom Leinenbeginn an betrachtet. Und dann zünden wir das gute Stück, die Steuerleine, hier an. Damit ist unser Systemstart klar. So, zum Starten achten wir darauf, dass die Steuerleinen ein bisschen nach außen gezogen sind. Und so liegen, dass sie sich nicht mit den Bremsleinen direkt verheddern können. Straffen die vorsichtig ein bisschen vor. Die Bremsleinen aber nur leicht, damit kein Wind unter das Segel kommt. Sonst geht es nämlich schon los, bevor ihr es überhaupt wollt. So, jetzt schauen wir und sehen, dass das alles unverheddert nach hinten führt. Und dann werde ich da mal hinlatschen. So, jetzt ist eigentlich alles klar für den Start. Und los geht's.
ja, hat super funktioniert und konnte ja mal ausprobieren. Bei wenig Wind und bei viel Wind funktioniert diese Variante.